Hallo und willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Lego Marvel Super Heroes. Und heute werden wir uns das letzte Bonus-Level uns gönnen. Und dann zeige ich euch nochmal die einzelnen Comics, die man fürs Abschießen aller Minikits bekommt. So, das letzte Bonus-Level ist hier. Trautes Heim, Gefahr allein. Willkommen zu den unglaublichen Geschichten von Deadpool. Filmabend bei Reed zu Hause. Plötzlich? Hä? Dr. Strange? In einer seltsamen Klemme? Wie seltsam! Los, zum Jet! Room! Oh nein! Gefangen vom ruchlosen Mamma Mia! Ihr werdet es bereuen, dass ihr hierher gekommen seid. Es sei euch geraten, mir nicht zu folgen. Dormammu. Und irgendwo ist ja anscheinend Dr. Strange. So, bisher sind wir noch mit den Fantastic Fours am Start. Oh, geil. Also ich mag Dr. Strange ja richtig geil. Vor allem sein Actor, der spielt ja gerade die Sherlock-Serie, die jetzt neu auf Netflix gekommen ist. Finde ich richtig cool. Also einer meiner Lieblings-Actors. So. Einmal raus aus dem Klo hier. Kurz den Griff bauen und dann können wir auch rein. Der verschwendet hier das ganze Zeug, ganze Rohstoffe. Ich will auch baden gehen. Ich dachte, haut ab! Yeah. Hau ab, Alter. Das ist mein Haus. Okay, nein, es ist eigentlich das Haus von... Es ist das Haus von Dr. Strange. Ja, was machen wir jetzt? Erstmal niesen. Fuck, nochmal niesen. Alter. Soll ich die Lampe da abschießen? Nee. Hä? Ich hatte zu Blut dafür. Ich kann aber nichts hier irgendwie kaputt machen. Ah, jetzt kann ich hier was bauen. Okay. Abschöpfer schon. Oh, da kam die Scheiße raus. Ah, und jetzt kann ich hier die Wand kaputt machen wahrscheinlich. Genau. Und jetzt erstmal das Heizen hier kaputt machen. Schön kühl. Ich gestatte es euch jämmerlichen Insekten jetzt zu gehen. Folgt mir nicht. Warum löscht er uns nicht aus, wenn die nicht folgen dürfen? Egal. Das ist ein komischer Schurke. Da können wir ja nicht viel machen. Oh nein! Ein schwebendes Klavier und schwebendes Essen. Aber Croissant würde ich gerne essen. Selbst wenn es schwebt. Er ist halt Dr. Strange's Haus. Hier ist alles strange. Und ich will da oben die Münzen. Das ist kein Versteckspiel, ihr Helden. Wieso versteckst du dich dann? Vor allem, warum geht er nicht direkt hier außen raus? Warum muss er noch hier drinnen bleiben? Naja. Ey, diese Münzen gehen mir irgendwie auf den Sack, weil die haben immer so zwei Polygone. Die sehen auch richtig hässlich aus. Hallo, ich will hier rauf. So. Ja, wo kann er nur sein? Das frage ich mich nur. Oh, ich freue mich, Dr. Strange, dich zu sehen. Dormammu hält mich hier mit drei Objekten fest, die sich irgendwo in diesem Raum befinden. Wenn du sie zerstören kannst, kann ich ausbrechen. Ich kann sie dir offenbaren, aber den Rest musst du tun. Mach dich bereit. Sobald ich sie dir offenbare, wird Dormammu Wind davon bekommen und versuchen, dich aufzuhalten. Gut, verstehe. Ich werde dich retten. Ich muss so drei Kugeln finden.
Mann, die muss hier wahrscheinlich aufspringen. Oder auflasern. Meine Magie ist in diesem Ort machtlos. Ihr müsst mich befreien. Ganz ruhig. Ich bin doch schon auf dem Weg hier. Jawohl. Und... Wie schön. Der Zauber hält mich an diesem Ort gefangen. Warte. Du würdest mir einen großen letzte Zauberkugel, bitte schön. Wenn es ihn zu brechen und mich zu befreien. Ja, hab ich doch. Vielleicht ist es mal Zeit für unsere eigene Magie. Oh, jetzt zeigt er aber hier seine Magie. Ich habe euch befohlen, fern zu bleiben. Jetzt werdet ihr die Macht des Dormammu zu spüren bekommen. Oh, da hat's kurz geruckelt. Er hat das Spiel zum Brechen gebracht. Los, können wir auch... Alter, wir können sogar fliegen. Der Dr. Strange ist ja mega geil. Hallo? Schlag ihn doch mal in die Fresse. Das kann nicht sein! Meine dunkle Magie wird nie besiegt werden. Kann sogar Skelette spawnen. Wie gemein ist das denn? Los, Alter! Oh. Ah, warte, ab. Schlag dich schön in die Fresse. Er ist mächtig, aber das hat mich noch nie davon abgehalten, ihn zu besiegen. Ja, der Spruch. Okay, ist er hier? Nö. Jetzt versteckt er sich schon wieder. Der! Dein Laser geht ja auch echt auf den Sack. Ihr könnt den Gebieter der dunklen Dimension nicht besiegen. Sei vorsichtig. Dormammu muss hier noch irgendwo sein. Ja, der kann ja nur in vier Räumen sein. Entweder oben, im Bad, im anderen Zimmer oder hier im Wohnzimmer. Sei vorsichtig. Dormammu muss hier noch irgendwo sein. Ja, das hast du schon mal gesagt. Oh nein, wiederholt er jetzt alles. Okay, er ist da oben. Egal. Einfach weitermachen. Ihr belanglosen Kreaturen könnt meiner Magie nicht das Wasser reichen. Wir können ihn mit Hilfe meiner Magie besiegen. Deine Zaubermagie. Stranger Typ. Ach komm. Ja, jetzt stirb einfach. Alakazam! Deine Karte war die Karo 4. Pik 5? Egal. Hurra! Du bist jetzt offiziell ein Taugenichts. Ah, du taugst nichts. Ist der Typ überhaupt ein richtiger Arzt? Er ist auf jeden Fall seltsam. Das war der letzte Tanz von Deadpool. Jetzt gucken wir aber uns noch die ganzen Comics an. So. Okay, einmal runter hier, denn die Comics befinden sich im Helicarrier. Komm mal, Charakter hinwählen. Welcher ist denn cool genug? Ich nehme mal mir den Silver Samurai-Typ. Denn der sieht gar nicht mal so cool, gar nicht mal so schlecht aus. Ja, aber der sprintet gar nicht. Nee, ich finde ihn doch scheiße. Habe ich mir jetzt so gedacht. Es gibt aber auch irgendwie keine spannenden Charaktere. Komm, nimm mir Stan Lee. Damit ihr Stan Lee auch mal sieht. So, hier drinnen finden sich die Comics. Hier könnt ihr auch die ganzen Extras euch holen, also die roten Steine und dann hier halt so Codes, um euch irgendwelche Cheats-Codes zu holen, damit ihr euch das Spiel beschleunigt. Hier! Gucken wir uns jetzt mal alle Comics an. Einmal vom ersten Level. Es ist eigentlich... Ja, die Comics sind nichts Großartiges, es sind halt einfach nur Comics, die jetzt das Geschehen vom Level zeigen. Finde ich schade, ich dachte, okay, jetzt zeigen sie irgendwas anderes. Aber okay, ist trotzdem nicht schlecht hier gemacht. Hier gehe ich einfach mal ganz durch. Das Level fand ich richtig cool, so mit dem Jumpscare.
Das war jetzt eher so boring. Vor allem der Endboss. Und hier ist Dark Level. Ja, war interessant, mal Jarvis so gehackt zu sehen. Dann hier Red Skull. Red Skull ist generell ein cooler Dude. Den mit Captain America zu kämpfen. Asgard. Ja, nicht schlecht hier. Loki und Thor, wie sie sich gegenseitig ja auf die Schippe nehmen. X-Welle. Jetzt sage ich das schon wieder. X-Villa. Ja, eigentlich das Level an sich war langweilig, aber was da passiert ist, war nicht schlecht. Das Latveria-Level. Boah, hat aber irgendwie nichts in der Story viel gebracht. Ins U-Boot-Level. Man hat MODOK gesehen. MODOK sah dreimal besser aus als im Film. immer noch lustig. Dann hier Liberty State. Cooles Level. Hat sich aber viel zu... Also cool mit der Lore, aber hat sich viel zu lange gestreckt. Dann das Amazonas-Level. Ja, nicht schlecht, hatte einen richtig coolen Look. Auch mit Rhino am Ende. Dann hier das mit dem fliegenden Metroiden. Ja, Magneto. Das war auch nicht schlecht. Dann hier fast das Finale. Also es war ja eigentlich das Finale, aber da kam ja der große... Wie hieß er denn nochmal? Ich muss mal kurz gucken. Wie ist der denn? Wusser. Da. Galactus, genau. Der ja die Planeten fressen wollte. Ja, Boss ging. Aber der Rest vom Level war boring. Dann das Endlevel. Boah, war eigentlich voll scheiße zum Spielen, weil... Der hat die ganze Zeit immer wieder dasselbe gesagt. Und das geht langsam immer so auf den Sack. Aber an sich so storymäßig cool. Generell, die Story war nicht schlecht. Ich kann euch nochmal hier alle Extras zeigen. Also ich werde jetzt hier nicht die Stats Extras machen, sondern wir machen mal Verkleidung. Charaktermarken. Festliche Münzen hier. Und extra Herzen. Das sieht man halt so aus. Finde ich nicht schlecht, so. Und das trägt übrigens jeder Charakter und jeder NPC hier überall. Ja, so als kleines Gimmick ist das nicht schlecht. Aber ich mache das mal wieder aus, das sieht nämlich nicht mehr so schön aus. So. Was können wir jetzt noch in der Zeit machen? Ja, wir können uns noch einen Charakter bauen. Das ist ja bei jedem Spiel so, das war ja auch beim letzten Spiel so. Können wir das hier halt auch nochmal abhaken. Das nächste Spiel werde ich übrigens nicht nochmal auf 100% spielen. Das könnt ihr euch merken. Ich würde vielleicht jedes zweite spielen. Also als nächstes werde ich wahrscheinlich Lego City Undercover spielen. Und das 100% zu spielen, naja, das will ich nicht. Okay, dann bauen wir uns mal einen eigenen Charakter. So, was soll der für eine Waffe haben? Ja, so ein Katana. Boah, das ist natürlich super schwierig. Boah, wie geben denen so ein Samurai? Oder so eine geile Friese, warte. Ah, hier so auf Blunt-mäßig. Boah, das sieht cool aus. So, schön weiß. Ja. Hier die Unterhose. Wie heißt mein Charakter? Trevor. Ja, noch so eine geile Hose.
wie soll man ihn nennen? Nicht Trevor. Silver. CSS. Silver. Silver Slider, weil er schneidet ja alles auf. Oder Silver Brenda. Agent so, Holt, bitte auf der Krankenstation. Digga, was ist das jetzt? Deine Röntgenaufnahmen sind fertig. Und noch was? Der Arzt hat deine Actionfigur gefunden. Okay, irgendjemand hat eine Actionfigur. Vielleicht Silver Brenda, weil so eine Mischung aus blond, also blond, der Anfangsbuchstabe, blond, Brenda, also Brenda für, ja, du schneidest irgendwas auf und dann brandest du da was drauf. Sowas in der Art halt. Ey, ich weiß, ganz komische Mischung. Ist das überhaupt da rein? Ah, fuck. Das passt gar nicht mal rein. Scheiße. Warte. Das passt bestimmt rein. Der hat man einfach nur Silverbrand. Silverbrand. So, hier ist der Code, falls ihr. Boah, Leute. Muss denn da am Ende keine Zahl? Egal. So ist der Code. Falls ihr diesen Charakter auch haben wollt. Hier ist er. Ich hole ihn mir gleich. Ja, ja, Winky Winky, den wollen wir aber jetzt nicht spielen. Rosa. Du Hu. Was ist das für ein Charakter? Du Hurenmann. Ah, ja. Nee, wo ist denn jetzt der Silver Brander? Da ist er. Boah, er läuft aber voll cool. Schnitz! Kann er irgendwelche Fähigkeiten? Leute, er kann Feuer. Okay, aber er kann nicht fliegen. Er hat aber die Abilities von der Flamme. Gut, Leute. Und dann war es das hier. Wir werden noch in der nächsten Folge, werde ich euch alle Charaktere nochmal zeigen. Und ja. Dann wäre es auch gewesen mit dem Projekt. Ich hoffe, ihr hat es gefallen. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Haut rein. Ciao, ciao.